Hockenheim, das war doch cool. Mick Schumacher in diesem wunderbaren Ferrari von 2004. Zeigt ihm mal, wie gut es euch gefallen hat. Mick, du strahlst, ja? Was war das emotional und was ist das emotional für dich, dieses Auto hier heute bewegt zu haben? Ja, einfach unglaublich. Ich freue mich einfach, dass ich die Chance dazu gehabt habe. Und natürlich vor der Heimat hier zu fahren, ist natürlich was sehr Spezielles. Und kann mich nur bedanken auch für die Unterstützung, die das Auto jetzt miterleben durfte auch nochmal. Also einfach happy. Gestern im Trockenen, heute im Nassen. Wie viel Spaß macht die Kiste? Schon schnell. Ich meine, im Regen. Natürlich habe ich versucht, ein paar Burner zu machen. Ging aber nicht so. Traktionskontrolle natürlich da sehr anwesend, aber im Endeffekt einfach mega. Das Auto, kann ich mir nur vorstellen, wie schön das gewesen sein muss, in diesem Auto so schnell fahren zu dürfen und auch das Auto mal ausreizen zu können. Dankeschön, Mick Schumacher, Ihr Applaus! Mick, now we're switching to English. Can you tell us a little bit about your emotions that you had in the car today here in Hockenheim? Yeah, again, I was just smiling from one side to the other. It was just amazing to be here, and as well in front of the home crowd to be here and to be able to drive in this amazing car that has also won here 15 years ago, if I'm not wrong. It's amazing, and thank you for the support, really. And that beast is got a lot of power. It's very lightweight. How much fun is it just to drive that one? It's amazing. Honestly, it's indescribable. I wish I could have done the whole day, but obviously, others have to drive today. Thank you very much, and a big round of applause again for Mick Schumacher and the guys from Ferrari. Thank you very much. Crazy.
Ja, ist weniger bei Fortuna Porto.